Der Staat kann sich nicht für uns die Schutzmaske aufsetzen. Er kann sich auch nicht für uns impfen lassen. Nein, es kommt auf uns an, auf jeden Einzelnen. Ich möchte aus vollem Herzen der großen, oft stillen Mehrheit in unserem Lande danken, die seit Monaten umsichtig und verantwortungsvoll handelt. Weil sie erkannt hat, mehr denn je sind wir aufeinander angewiesen, ich auf andere und andere auf mich. Es stimmt, in der Demokratie müssen wir nicht alle einer Meinung sein. Aber bitte denken wir daran, wir sind ein Land. Wir müssen uns auch nach der Pandemie noch in die Augen schauen können. Und wir wollen auch nach der Pandemie noch miteinander leben.